ich begrüße euch, liebe Leute, zu einem neuen Friedfischangel-Video bei Big Fish Media. Ich war mit dem Matthias Weigang heute verabredet. Wir haben schon einen Film in die Kiste gekriegt. Aber der Matthias hat gesagt, es läuft gut heute, ne? Und genau, heute läuft richtig gut. Ich habe immer alles im Auto. Ich habe noch ein paar Pellets geholt. Wir angeln jetzt noch mal mit dem Blei und schießen nur Pellets. Also heute Pelletangeln am Stillgewässer in der kalten Jahreszeit sozusagen. Freue ich mich natürlich, wenn wir heute sogar noch einen zweiten Film vielleicht in die Kiste kriegen würden. Wenn das einer schafft, dann ist das der Matthias. Und ja, wir jetzt legen jetzt los, zeigen euch, wie geangelt wird und dann fangen wir hoffentlich auch noch was. Viel Spaß dabei. Pellets sind ein guter Köder, weil sie sind unheimlich proteinhaltig. Das Auflöse, sie lösen sich nicht so schnell unter Wasser auf. Der Fisch kann den ganzen Pellet dann nehmen. Die sinken gut ab. Die sind mit Fischölen sind die noch bearbeitet, haben natürlich eine unheimlich hohe Lockwirkung. Und alle Karpfen, die aus den Karpfenzuchten kommen, bei Fischzüchter, haben immer bis dahin nur Pellets gefressen. Ein Köder, den sie kennen. Ich habe hier zwei verschiedene Größen. Einmal 4 mm, einmal 6 mm. Warum unterschiedliche Größen? Kommt sich auch immer ein bisschen darauf an, wie steht der Wind. Na, wenn der Wind auf einmal von der Seite kommt, kann ich kein 4 mm Pellet mehr auf 20, 25 Meter schießen. Dann brauche ich einen 6 mm. Wenn ich 4 mm Pellet schießen kann, angle ich besser mit dem größeren. Dann haben sie den Köder schneller gefunden. Also man kann immer ein bisschen hin und her switchen. Pelletangelerei ist eine sehr, sehr interessante Angelerei, die keinerlei Vorbereitungen braucht. Man macht eine Tüte Pellets auf, geht ans Wasser und ran da. Also ich habe hier einen 16er Haken, wieder hakenlos. Unter dem Haken hier ist ein Pelletband, das ist ein einfacher Gummiring, an der Haarmontage. Da befestigen wir unsere Pellet dran. Und wie das funktioniert, zeige ich euch sofort. Einfach so ein Pellet, ihr haltet das hier fest, zieht das Gummiband drüber, fertig. Ihr seht, euer Pellet hängt jetzt unterhalb des Hakens. Der Fisch kann ihn schön einsaugen und wenn er den ausspucken will, hakt er sich selber. Das ist natürlich die sogenannte Selbsthakmontage. Das passiert immer dann, alle Köder, die unten am Heer, am Band, am Spike, am Quickstop, wie auch immer. Wichtig ist, dass es am Heer ist, der Köder unter dem Haken ist. So, jetzt zu meiner Montage. Das ist eine ganz einfache Durchlaufmontage. Hier ist ein Wirbel mit einem Karabiner dran, der läuft frei auf der Schnur, wird durch einen Gummistopper gestoppt. Unterhalb des Gummistoppers ist dann ungefähr 50 cm ein langes Vorfach dran. Durch den Karabiner kann ich natürlich die Bleigröße oder die Grammatur immer wieder verändern. Ihr seht, der läuft ganz frei auf der Schnur. Ich sage immer, Vorteil davon ist, wenn ich einen Schnurbruch habe, eine Hauptschnur bricht, da kann der Fisch sich immer vom Blei befreien und braucht dann immer hinter sich her zu schleppen. Ganz simpel. So, erster Biss mit der Bomb. Als Hakenköder haben wir ein Pellet drauf, 6 mm. Effektive Angelmethode, auch im Winter. Mann, Matthias, das ist ein Sauwetter. Ja. Aber wenigstens beißen die Fische. Die Fische beißen. Der Kescher. Habe ich noch hier liegen, weil ich noch nicht damit gerechnet habe, dass ich gleich einen Biss bekomme. So, der erste ist eingenetzt. Ein kleiner Schuppi auf ein 6 mm Pellet. In dem Fall war ein Feed Pellet. Ja, so kann das meinetwegen weitergehen. Der Anfang ist gemacht. Und der zweite Fisch mit dem Blei. Der könnte was besser sein, oder? Ja, der könnte, ja, ich glaube nicht. Vielleicht ein bisschen größer, aber die Großen, die lassen noch auf sich warten. Aber die kommen bestimmt auch noch.
Also das Blei läuft frei auf der Schnur. Und der Fisch hakt sich damit natürlich nicht selber. Man muss dann noch anschlagen. Aber in der Regel sind die Bisse auf so einem Pellet, die sind schon ziemlich brachial. Im Normalfall hängt da fast jeder Biss. Auch hier wieder hakenloser Haken dran, um die Fische zu schonen. So, da ist er schon vorne. Scheint mir ein Spiegler zu sein. Da ist er. Hier kann man deutlich sehen, der Blei, wie das frei auf der Schnur läuft. So, da haben wir ihn. Ja, da ist er. Spiegler, zweiter Fisch, zweiter Wurf. Darf so weitergehen. Wichtig dabei ist, wenn man mit dem Blei angelt oder mit der Bombe, wie man in England immer so schön sagt, immer konstant ein paar Pellets schießen. Nicht viele, mäßig, aber regelmäßig. Dann kommen die Fische auf den Platz. Er tobt sich noch ein bisschen aus. Da kommt er. Man sieht den Pellet schön, wie er den Maul hat. Ja, hängt ganz vorne. Kann man ganz deutlich sehen. Wunderbar. Schöner Fisch. Einmal durfte ich kurz Platz nehmen hier auf Matthias Thron. Und jetzt habe ich hier auch einen drauf. Also immer wenn ich mit Matthias angeln gehe, dann komme ich auch zum Drillen. Da macht das Filmen natürlich noch viel mehr Spaß, wenn ich zwischendurch auch mal ein bisschen angeln kann. Das ist ja leider nicht immer so. Ich denke mal, das wird auch wieder ein Karpfen sein. An dem leichten Gerät hier macht das richtig Laune. Ah, ist kein großer Fisch, aber auf jeden Fall Karpfen. Ja, ich sehe schon. Ein Spiegler ist es. Ja, mit der schön weich eingestellten Bremse federt die Rute, federt hier wirklich die Kopfstöße von den kleinen Karpfen gut ab. Ich denke, den kann ich mir jetzt mal keschern gleich. Mensch, macht der ein Terz. Na, jetzt komm doch endlich. Jawohl! Matthias! Bravo! Ah, bravo! Da ist er! Geile Sache! Mich freut das natürlich immer unheimlich, wenn mein Freund Gregor hier auch noch genau. Zu seinem Spaß da macht es richtig Spaß. Matthias! Schöner Fisch! Mit dir macht das immer Laune hier. Geile Sache! Da ist mein Fisch. Ein schöner kleiner Spiegelkarpfen. Am leichten Gerät macht das alles tierisch Laune und da wird einem im Winter hier auch nicht kalt, obwohl es ja heute auch nicht richtig kalt ist. Aber richtig geiles Ding hier mit den Pellets und der Bomb, wie der Matthias sagt. So, letzter Fisch hier. Wir machen dann Feierabend. Mein Freund Gregor, der wird schon ganz nervös. Der denkt immer an die Autobahn, an den Stau. An den Stau, ja. Na? Jetzt kriegt den bloß raus. No, dann wird er hier fertig werden. Den fangen wir uns schon. Da ist er schon. Der Kollege, nochmal ein Schuppi. Da ist er. Eingenetzt. Matthias, hol den letzten Fisch des Tages raus. Da ist er. Auf Pellet wieder. Also du hast mich auch für den Pellets überzeugt heute, Matthias. Das freut mich natürlich besonders. Pellets und Bleimontage bringt hier die Winterfische.
Ihr seht, mit einfachen Mitteln, mit einfach nur ein paar Pellets, eine Handvoll Pellets, ja, kann man richtig gut, vor allen Dingen viele Fische fangen. Und das macht richtig Spaß, man hat keinerlei Vorbereitung. Das ist das Wort zum Angelabschluss. Ich mache mich jetzt vom Acker, Matthias. Ich weiß nicht, ob der auch noch was fangen will oder ob er auch schon nach Hause will. Einen fange ich noch. Einen fängst du noch? Na gut. Ich mache mich vom Acker. Danke dir, Matthias. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.